Heteroptera. Die Gruppe der Wanzen ist groß und mannigfaltig. Eine Wanze hat meist einen abgeflachten Körper. Das Scutellum, das Schildchen hinter dem Pronotum, ist klar zu erkennen. Und ein Rüssel liegt an der Bauchseite an. Neben den Komplexaugen besitzen Wanzen häufig auch zwei Ocellen. Die Fühler der Wanzen sind meist 4- bis 5-gliedrig. Im Gegensatz zu denen der Käfer sind die Vorderflügel der Wanzen nur teilweise sklerotisiert. Diese Hemielytren bestehen aus sklerotisiertem Corium und Clavus und der anterioren häutigen Membran. Bei den Aneuridae sind die Vorderflügel nicht zu Hemielytren umgewandelt, sondern glasartig. Das ist aber eher selten der Fall. Wenn die Flügel normal ausgebildet sind, wird das allgemein als Makropterie bezeichnet. Bei vielen Arten der Wanzen kommen aber verkürzte Flügel vor. Dies wird dann als Brachypterie bezeichnet. Die Pleuren, das sind die Seitenplatten des Abdomens, sind manchmal als ein sogenanntes Konnexivum seitlich hervorragend. Da Wanzen aquatisch, amphibisch oder terrestrisch vorkommen können, wird in der Bestimmungsliteratur teilweise auch nach dem Schwimmverhalten gefragt. Versuchen Sie, dieses Verhalten zu beobachten, bevor Sie die Tiere einfangen. Wichtige Merkmale bei der Bestimmung von Wanzen sind der Rüssel, die Basis der Krallen, der Haarfilz am Bauch, die Tibiadornen, die Scutellumlänge, die Fühlerglieder, die Zähnchen an den Vorderschenkeln, die Fühlerhöcker zwischen den Augen, die Mittellängsfurche auf dem Kopf, die Pflanzengruppe, an der das Tier gefunden wurde.